Mir gefällt diese Arbeit. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue... Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jarl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Am besten hält man sich von ihnen fern. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja, mein jüngster Sohn. Ein Schatten hat sich über ihn gelegt. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Er war immer sehr still. Aber in letzter Zeit hat er sich irgendwie verändert. Er ist grüblerisch geworden. Und gewalttätig. Er spricht nicht mehr mit mir. Aber ich weiß nicht, was ich ihm angetan haben soll. Wenn ihr mit ihm reden könntet, ihm die Wahrheit entlocken könntet, wäre ich euch überaus dankbar. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meiner... Also schickt euch das widerliche Schwein, um mich zu nerven? Eines Tages zerlege ich ihm seine Visage, damit er mich alleine lässt. Mein Vater weiß überhaupt nichts über mich. Aber ich weiß Dinge über ihn und über den Krieg, mehr als er sich vorstellen kann. Dieses Schloss ist alt. Es gibt eine Menge Orte, an denen seit Ewigkeiten keiner mehr war. Orte, an denen man Dinge hören, Dinge sehen kann. Und die flüsternde Dame. Sie verrät mir ihren Namen nicht. Ich bin mittlerweile gut darin, an Schlüssellöchern zu lauschen. An der Tür im Keller höre ich sie zu mir sprechen. Ich dachte, dass man mich erwischt hätte, aber sie hat angefangen, mir sogar noch mehr Geheimnisse zu verraten. Aber ich kriege die Tür nicht auf. Im Keller, keine Angst, ihr werdet sie nicht übersehen. Ich wette, dass sie auch zu euch sprechen wird. Bis zum nächsten Mal. Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschen. Gestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Leicht sehen. Tja, auf dem Schlachtfeld. Aber ihr solltet beten, dass ihr auf derselben seid. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit deinem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Endlich. Ich habe auf jemanden gewartet, der geeigneter ist, meinen Willen auszuführen. Das Kind ist enthusiastisch, aber ihm fehlen die Methoden. Der Junge kommt Geheimnissen schnell auf die Spur. Aber das Verderben von Kindern genügt mir für meine Zwecke einfach nicht. Ihr werdet hingegen deutlich formbarer sein. Dessen bin ich mir gewiss. Ich verzeihe euch, dass ihr meinen Namen nicht kennt. Nur wenige können mein Flüstern noch hören. Ich bin Mephala, die Fürstin des Flüsterns. Ich ziehe an dem Netz der Verbindungen zwischen den Sterblichen. Liebe, Hass, Treue, Verrat. Zunächst müsst ihr diese Tür öffnen. Ein Teil meiner Macht wurde dahinter eingeschlossen. Und selbst meine Augen können nicht an den Siegeln vorbeisehen. Es wäre mir viel lieber, wenn dieser in den Händen einer so ehrgeizigen und fähigen Person wie euch läge. Paranoia und Spannungen haben ganz Weißlauf erfasst. Der Hof des Jarl fürchtet mit Recht die Macht, die ich hinter dieser Tür besitze. Der Jarl traut nur wenigen, und diese werden sein Verderben sein. Das dunkle Kind weiß, wovon ich rede.
Es soll euch auf eurem Weg geleiten. Einer der neuen Diener? Denkt dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag. Ihr kennt die... Ich habe euch doch gesagt, dass ich alles über dieses Schloss weiß. Aus irgendeinem Grund ist diese Tür was Besonderes. Nur zwei Leute können sie öffnen. Balgruuf und Farengar, der Hofzauberer. Eure Sache, wie ihr es aus denen herausbekommt. Glaubt mir, niemand würde merken, wenn Farengar fehlt. Bis dann. Nun, in den alten Erzählungen bedienen sich die Drachenblüthelden der Macht ihrer Stimme. Die Feinde von Himmelsrand zu bezwingen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet... Ich habe eine Stadt zu führen. Ich diene Jaradal als Vogt. Ausgezeichnete Arbeit. Ich glaube, ihr seid scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass die euch bekannten Beschreibungen der Ebenerzklinge nicht zu diesem Schwert passen. Es musste zu lange auf die Winde des Bündnisses und Verrats verzichten. Um zu alter Pracht zurückzukehren, muss es erst das Blut der Täuschung trinken.